Okay. Da ist schon einiges rausgefischt. Gucken wir mal, was die Kollegen da so rausgefunden haben. Steht noch unser Uli auf der Plattform. Ziemlich übersichtlich aus. Die da hinten so rausgezogen hat. Kreiselstand. Stahlplatte. Was? Betreibt. So, da ist auch schon wieder der Eimer voll. Gucken wir mal, was wir hier haben. Auf dem Kronkorken natürlich. Hey, aber auch ein Spielzeugauto.
Sehr schön. Einmal ein Auto rausgefischt, wer kann das schon von sich sagen? Schönes Bügelschloss. Schlüsselbund geistert da auch schon rum. Wahrscheinlich vermisst jetzt irgendjemand seinen Haustürschlüssel. Ja, und hier ist ein schönes Feuerzeug. Interessant gefunden. Ja, hier Goldstadt Pforzheim. Vielleicht finden wir nochmal eine Strumpf voll mit Modeschmuck. Gold würde das ja sowieso nicht funktionieren. Voll konzentriert gearbeitet. Es ist auch kalt. Hey, ich sehe schon einen Kronkorken. Aber zumindest schneit es nicht. So, hat früher auf dem Anhänger schon Eisplatten drauf gehabt. Von einem Swimmingpool oder was auch immer. Heiße Schale. Ja, klar, wir machen hier einfach ein kleines Video. Und machen heute ein kleines Cleanup. Wir ziehen Metallschrott raus. Und das ist hier so ein Ausschnitt von der Ausbeute. Ja. Also hat ein Video gemacht. So, jetzt sind hier. Geht's auf die andere Seite. Wir ziehen jetzt noch mal ein Stückchen weiter, weil hier hat sich das wohl erstmal alles sauber dargestellt. Ja. Ein Fahrrad muss noch rein. Ja, genau. Wir gehen jetzt noch auf die andere Seite rüber. Da hinten steht schon Markus aus Steinheim. Also bevor mir jetzt dann gänzlich die Finger einfrieren, mache ich jetzt auch noch ein paar Würfe.
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Also, ciao.